Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit Rimworld und, nicht Rimworld, Stardew Valley. Gott, bin ich doof. Wir haben einen neuen Brief. Lieber Herr Bard, letzte Nacht hat sie ein Julia-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Ein Sanitäterteam wurde losgeschickt, um sie sicher nach Hause zu bringen. Wir sind froh, dass es Ihnen gut geht. Ihnen wurden 1000 G für diesen Service in Rechnung gestellt. Morris, Repräsentant für Julia Kundenzufriedenheit. Okay, das ist fast schon wieder nett von denen. Ich habe zwar nicht danach gefragt, aber es ist nett. Warum nicht? Oh, wir haben heute einen Arsch voll Arbeit. Aber eigentlich ist wegen was anderem ein besonderer Tag heute. Nicht wegen Großernte, wo vielleicht sogar auch, ich weiß nicht, wie weit der Blumenkohl ist. Ich vermute mal, die brauchen noch einen Tag oder so. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber es ist andernweitig ein großer, wichtiger Tag für uns. Denn es ist Haleys Geburtstag, das heißt, wir können bei ihr richtig Bonuspunkte sammeln, wenn wir ihr was Brauchbares schenken. Und wir haben ja was Brauchbares für sie. Also es läuft alles in unser Favor. Genau, ich muss mich auch noch um die Tierchen kümmern. Ach, das wird echt ein Tag voller Arbeit hier auf dem Land. Aber es freut mich. So, da haben wir ganz viel dann einzulagern. Und ich weiß gar nicht, warum ich das Ganze überhaupt gedüngt habe, wenn ich das sowieso weiterverarbeite. Es ist eigentlich völlig sinnlos, dann zu düngen. Man braucht das gar nicht mehr. Weil die weiterentwickelten Produkte, da kräht kein Schwein nach. Oh, Grünkohl ist fertig. Ich weiß nicht, wie lange schon. Vielleicht schon ein bisschen länger. Ja, ich glaube etwas länger. Und ich habe es einfach nicht gemerkt. Beziehungsweise kam ich auf die Idee, dass ich auch noch Sachen habe, die man mit der Sense abarbeiten kann. Naja, irgendwas ist ja bekanntlich immer. Und dann gucken wir doch mal. Oh, selbst hier kann ich jetzt ernten. Oh, das ist... Der Tag ist echt eine Wonne. Oi. Also da ist mal richtig fette Ernte los. Und ich muss auch noch von Hand gießen gleich. Haha, das darf ich auch nicht vergessen. Dass ich ja neue Erdbeerchen gepflanzt habe, die unbedingt das Maximum noch rausholen wollen. Ich weiß nicht, ob ich 2 oder 3 Ernten bei den Erdbeeren noch haben kann. Ich glaube, 2 Ernten sind das nur. Aber die will ich dann natürlich auch auskosten. Dann haben wir auch leichten Gewinn auf jeden Fall, wenn wir die weiterverarbeiten sowieso. Aber selbst wenn wir die verkaufen würden. Allerdings sollten wir auch genug Erdbeeren übrig behalten, damit wir mit einer Saatmaschine... Ah, da hätte ich mir auch Vorrat fürs nächste Jahr besorgen müssen. Scheiße, ich glaube, das wandert alles in der Saatmaschine am Ende. Damit wir dann... Im Sommer 3, auch wenn ich nicht glaube, dass ich den ausspiele. Also nicht vor der Kamera mehr. Ich glaube, da wird das Let's Play womöglich schon vorbei sein. Aber falls doch, dann haben wir da dann richtig was zum Sehen. Ich weiß nicht, ob ich dafür für dieses vielleicht Vorhaben die Dinge aufsparen sollte oder ob ich nicht doch knallhart die Dinge verwende. Warum eigentlich nicht? Dafür sind die ja im Großen und Ganzen da. So. Arbeit. Inventar. Ah, ich erkenne das Problem. Honig ist A. Ich habe den gar nicht eingesammelt. Ja, hier ist ordentlich was los heute. Das ganz gewiss. Den will ich alles. Will ich eigentlich auch alles. Nee, nicht das. So. Da haben wir jetzt richtig was auf Lager. Perfekt. Das können wir so schnell nicht verballern, was da alles drin ist. Wobei, ich würde gerne mal wissen, wenn ich jetzt
Saftknoblauch. Lecker, lecker, lecker. Nee, kann ich hier Blumenkohl auch ins Fass packen? Oh ja, das stelle ich mir lecker vor. Blumenkohl frisch vom Fass. Wer mag's nicht? Ja, Blumenkohl frisch vom Fass geht natürlich. Wer möchte keinen Blumenkohlwein haben? Eine bessere Delikatesse kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Ach, egal. Hol ich den einfach da raus, falls ich mich dran erinnere. Ist ja auch immer so die Frage. Das kommt da rein, das kommt da rein. Da kommt noch sowas rein, genau. Ach komm, die Kohle packen wir auch erstmal wieder rein. Und dann sieht die Welt schon besser aus. Kartoffeln habe ich zwar noch im Inventar, aber scheißegal. Ui. Da haben wir ja richtig was gerade. Nein, nicht essen. Ich will erstmal die Schweine knuddeln. Knuddelidull. Nein. So, erstmal mache ich, dass ich die nur zerhacke, wenn ich falsch klicke. Und, ja, so, jetzt haben wir es. Nö, der will nicht so, wie ich will. So, jetzt geht's aber. Yeah. So, dann nochmal hier die volle Ernte des Honigs genießen. Ups. Okay, das ging etwas daneben. Etwas mehr daneben. Oh, drei Blumen gepflückt, das ist echt. Ich bin noch nicht zum Blumenpflücken hier. Uiuiui, aber Trüffel habe ich ordentlich. Daran mangelt es mir heute nicht. Oh, noch einer. Ein Zug fährt durch. Ja, das ist schön. So schnell bin ich aber auch nicht. Nehmen wir doch mal hier die Kokosnuss. Wird die Kokosnuss, wird die Kokosnuss, wird die Kokosnuss geklaut. Der Affendattel voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss. Die ganze Dattelbande brüllt. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss. Der Dattel hat die auch geklaut. So, jetzt muss ich nur noch die Hayley finden. Um ihr das Präsent darzureichen. Dann mal schauen, ob sie zu Hause ist, die Dame. Nein, ist sie natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön, wenn man sie auffinden würde. In diesem Falle würde ich doch tatsächlich erstmal andere Dinge tun. Ja, kümmere ich mich noch so ein bisschen um meine Farm. Da ist ja wieder einiges anzupflanzen, habe ich mir sagen lassen. Zum Bleistift Blumenkohl, zum Bleistift Knoblauch, zum Bleistift Pastinaken, Kartoffeln und hier Dingensbums. Das eklige Zeug da. Grünkohl. Da haben wir es. Aber ich will ja die Saat haben. Gott, wieso bin ich heute so verwirrt? Brauche ich. Yippie-yay. Ich merke, ich brauche alles. Das ist echt mal eine Ernte. Da kommt alles auf einmal. So, erstmal die Kartoffels. Ja, das waren hier Kartoffels, genau. Ey, Kiste mal weg hier. Das ist mein Feld. Such dir ein eigenes. Und nächste Reihe hier. Ach, jetzt will es mir wieder im Weg liegen. Ey, die Katze, die ist so Katze halt. Gehst du mal weg. Ja, da kannst du noch so miauen. Du bist einfach im Weg. Du nervst.
Ich will dich hier nicht haben. Aber ich mag Katzen. So, mal sehen. Legt sich das Viech gleich wieder in den Weg? Das wäre dann schon ein gezielter Anschlag auf mich. So, ich glaube, ich sollte dann auch demnächst wieder Nachschub holen. Nicht für Blumenkohl. Da ist absolut nichts nötig an Nachschub. Ich glaube auch, dass das hier somit das Letzte sein sollte. Aber die anderen Sachen, vor allem Knoblauch und Pastinaken, die werden fällig. So, die Bohnen, die fehlten noch. Außer Bohnen durfte ich alles, was ich am Anfang gepflanzt habe, tatsächlich jetzt auch zugleich ernten. Die neu hinzugekommenen Felder, die verhalten sich natürlich ein bisschen anders. Da kommt noch einiges auf uns zu mit Rhabarber und Erdbeeren. Und vielleicht brauchen die hier auch noch Sprinkler, man weiß es nicht, man munkelt. Gehst mal hier. So, dann habe ich auch noch, genau, das passt auch wieder wie Arsch auf Eimer. So soll das sein im Optimalfall. Als wenn ich ein Mathematiker wäre. Das ist doch goldig. So, zack, weg damit. Ach komm. Da kann alles ruhig schön mal weg. Und das muss ich auch noch richtig treffen. Perfekt. Oh, bin ich gut. Haben wir auch das erledigt und können theoretisch... Mal sehen, was haben wir hier sammlungstechnisch? Kirsche, Aprikose und Trüffelöl könnten wir abgeben und dann haben wir die vollständig. Ja, warum machen wir das nicht? Ich meine, ich muss eh noch gleich los, von daher kann man das auch mal machen. Aber erstmal geht's zu Hayley auf jeden Fall, bevor sie die Tür gar nicht mehr aufmacht. Denn das wäre der Wurstkasten, Worst Case. Das wäre dämlich. Einmal hier die Bowlingkugel rein und auf geht's. Gott, 18.40 Uhr schon. Lecco mio. So. Ah, man lässt mich sogar noch rein. So will ich das haben. So, habe ich zwar nicht Schleifchen drum gemacht, aber geht, glaube ich, auch so. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Das ist nett. Das ist nett. Okay, das ist wirklich nett. Wir sind jetzt bei 8 Herzen. Das ist wirklich nett. Aber die Reaktion von ihr, die war so ein bisschen nett. Nett ist auch hier, kleiner Bruder von Scheiße, ne? Aber okay. Ich wollte ja noch Dinge tun. Das habe ich mit. Ah, Trüffelöl habe ich auch. Wunderbar, dann geht ja alles. Dann können wir die nächste Teilsammlung vervollständigen. Eins bleibt denn da noch übrig, immerhin. Und ich weiß nicht, warum ich hier den langen Umweg mache. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. So, hier war das doch irgendwie. Genau. Immer da, wo noch nichts repariert wurde. Dann können wir hier einmal... Zack. So eine sehr teure Gabe, die ich da reingepackt habe. Aber es tut man nicht alles. Dann hier noch so eine Aprikose. Yeah! Das Gewächshaus rückt langsam näher. Oh, noch ein Fass. Nehme ich natürlich gerne mit. Jetzt brauchen wir hier nur noch... Gut, ein großes Ei habe ich auf jeden Fall.
muss ich nur noch entweder Entenei oder das Ei und Wolle bekommen. Irgendwie wird das schon möglich sein. Hey, boah, du bist im Weg. Du kleiner, fieser Junimodo. Wegen dir ratze ich wieder viel zu früh ein. Aber gut, das Gewächshaus, da freue ich mich dann auch schon richtig drauf, wenn man Jahreszeiten übergreifend da drin anbauen kann, wie man will. Das wäre der Hammer. Und mal kurz gucken, wir haben hier ja auch noch Questes. Frische Frucht, Emily. Oh, Emily will auch noch was von uns. Ha. Ah, ich vermute, Emily müsste doch jetzt eigentlich hier sein, im Saloon. Otter. Ja. Dann kommen wir doch mal mit einer Aprikose zu ihr. Und stören bei der Arbeit. Oh, du hast eine gefunden? Danke, die sieht sehr lecker aus. Ja, haben wir auch das noch erledigt. Zack. 600 Geld in was für eine Währung auch immer. Für eine einzelne Aprikose. Ich würde mal sagen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So arbeite ich natürlich gerne. Eieiei, aber da haben wir jetzt so viel Rohmaterial für kommende Marmeladen und Co. Wahnsinn. So, hier können wir schon mal... Nee, nicht den Honig. Den Honig, den brauchen wir noch. Aber wir können die überschüssigen Trüffelöles und... Ah, da ist was fertig geworden. Und Knoblauchsaft. Knoblauchsaft geht halt immer. Ja, und eigentlich könnte ich auch mal hier wieder was reinpacken. Und Milch habe ich auch noch mehr als genug. Nein. Stattdessen einmal das hier, einmal das. Und profitieren. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie das eigentlich ist mit Gedingsbums hier. Gott, Gedingsbums ist auch immer so eine Angabe, die übergenau ist. Wie das Wetter morgen ist, das wollte ich gucken. Genau. Nein, nicht Wahrsager. Brauche ich doch gar nicht mehr. Wetterbericht. Morgen wird wunderschön und sonnig. Perfekt, dann kann ich die Tür offen lassen. Aber hier darf gerne was Neues rein. Zum Beispiel Kartoffeln. Wer kennt sie nicht, die eingelegten Kartoffeln? So. Yippie-yay. So darf es weitergehen. Ich glaube, jetzt bin ich tatsächlich dann auch durch mit allem, was ich wollte. Oh, die blaue Jess, die hat auch sehr unterschiedliche Ausprägungen. Packen wir mal zwei davon weg. Geben Käse ab. Eingelegte Kartoffeln und Knoblauch brauche ich auch nicht unbedingt. Packen wir nochmal die Jess rein und gehen dann einmal ein bisschen pennen. Hey, dann eben. Ah, das Fass hätte ich noch platzieren können, aber egal. Das kann man auch noch am nächsten Tag, weil ich eh zusammen die Sachen anbauen will. Beziehungsweise neu reinstellen. Weil man dann alles gesammelt hat. Gut, Knoblauchsaft bringt jetzt nicht so übermäßig viel ein. Da sind die Kartoffeln etwas ergiebiger. Aber Knoblauch ist ja auch relativ billig anzubauen, von daher. Beziehungsweise, das war ja auch nur der Saft und nicht hier Zeugs von die Einlegung. Eingelegt wären die auch noch etwas mehr wert gewesen. Aber hey, ich will mich mal nicht beschweren über den Gewinn, den wir gemacht haben. Da kann man sich nicht beschweren. Wir sind gut dabei.
weiter geht's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.